Maria so. Ich dich auch. Okay. Ich habe kein Snapchat. Hallo, hallo, guten Morgen. Heute ein kleines Follow Me Around von mir. Und zwar habt ihr euch das gewünscht. Ihr habt gesagt, ich soll euch das öfteren Mal durch meinen Alltag führen. Irgendwie habe ich mir gedacht, naja, wenn mal wieder was Besonderes ansteht, dann nehme ich euch sehr, sehr gerne mit. Und heute ist es der Fall. Ich bin nämlich eingeladen zu Lush. Und zwar habe ich eine VIP-Einladung bekommen zu den neuen limitierten Produkten für den Vater- bzw. Muttertag. VIP, ich bin natürlich kein VIP, aber so stand es eben in der Einladung. Ich freue mich total, weil ihr wisst, wie sehr ich Lush liebe. Also ich komme ja an diesem Laden überhaupt nicht dran vorbei, ja. Und es ist früh am Morgen, wie man wahrscheinlich sehen kann. Ich mache mich jetzt auf den Weg und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dran bleibt. Mal schauen, was das Wochenende noch so bringt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, ich bin jetzt hier bei Lush angekommen und ich bin schon total aufgeregt, wie immer. Das wisst ihr ja. Und die liebe Katja, da ist sie. Hallo. Die hat jetzt hier alles schon vorbereitet für mich und zeigt mir jetzt die neuen Produkte, die eben, wie gesagt, limitiert sind. Und hier ist ein Duft, ne? Das ist so schade, dass ihr nicht hier seid. Echt, ohne Scheiß, ich liebe es. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, ne Katja? Ja. Weil die Heidi, die labert immer so viel. Und sie ist wahrscheinlich froh, wenn ich hier raus bin. Ach, gar nicht. Gut gemacht. Gut. Kamera ist umgeknickt. Also bis gleich. Also einfach, den kann man mehrmals verwenden, oder? Genau, man nimmt den dann einfach an den Rand, an den Wandrand, auf den Seifenteller zum Beispiel. Aha. Und lässt den dann wieder trocknen und beim nächsten Mal nimmt man den wieder her. Der reicht so für etwa 3 Mal. Haben wir jetzt die Duschcreme Yummy Mummy und darin enthalten ist unter anderem Tonka, Geranienöl und Kakaobutter, die super pflegend ist und eben durch diese Kakaobutter muss man sich danach gar nicht mehr eincremen. Es ist eigentlich weniger ein Duschgel, sondern eine Duschcreme und dieser Duft ist einfach unglaublich. Also wenn ihr mal bei Lush seid, dann schnuppert mal dran, da werdet ihr euch sicher davon überzeugen können. Das ist unser festes Shampoo mit Sandelholz, mit Brunnenpresseaufguss und Gurken. Macht eine sehr schön weiche Kopfhaut, weiches Haar und wirkt auch beruhigend auf die Kopfhaut. Okay. Die gelben Punkte, die man hier sieht, sind Kakaobutterstückchen. Die liefern gleich noch den Conditioner zum Shampoo mit dazu. Man schäumt es einfach in der Hand auf. Schäumt auch sehr schön. Man kann es auch direkt auf der Kopfhaut aufschäumen. Es färbt auch ein bisschen durch das Lila. Aber es färbt nicht die Haare, es geht auch mit blonden Haaren zusammen. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Das wäre echt doof, ja. Und es schäumt halt echt schön. Ne? Und den Schaum verteilt man halt einfach auf der Kopfhaut. Shampoo immer auf die Kopfhaut auftragen. Ich bin irgendwie ein bisschen weiß. Ich will nicht weiß sein, ich will schön gebräunt sein. Also meine Lieben, die Katja, die hat mir ja jetzt alles erklärt. Und ich habe hier gerade das entdeckt. Und muss euch unbedingt davon erzählen, weil ihr wisst ja, dass Lush total bekannt ist für Umweltschutz, für Menschenrechte und natürlich Tierschutz, ganz klar. Auch die Verpackungen, das finde ich ja so interessant, das habe ich euch das letzte Mal auch erzählt, dass hier total an Verpackung quasi gespart wird, also kein Plastik und so weiter, weil wir haben schon genug Müll. Und deswegen sind ja auch diese Trockenshampoos so genial. Aber da kommen wir irgendwann anders nochmal dazu. Ich habe auf jeden Fall die Katja gefragt, um was es denn hier geht. Und zwar ist es ein Produkt, das man kaufen kann und dann der gesamte Erlös eben an diese 3 Sachen, die ich euch gerade gesagt habe, also sprich Tierschutz, Umweltschutz und Menschenrechte geht. Und ich kaufe mir das jetzt auch. Also ich habe es jetzt schon bezahlt bei der Katja. Ich erzähle euch dann nochmal davon, falls ihr in irgendeinem Lush-Shop seid, bitte tut mir den Gefallen und fragt eine Verkäuferin, die soll euch das mal erklären. Das dauert 2 Minuten und ihr werdet merken, dass es richtig genial ist und ja, also es wäre mir echt ein total großes Anliegen, macht es einfach mal und am liebsten würde ich da ein einzelnes Video drüber machen. Mal schauen, vielleicht mache ich das mal. Ich laber ja so gerne. Naja, egal. Also auf jeden Fall wollte ich euch das jetzt mal sagen und wir machen jetzt mal weiter mit den tollen Produkten. Gell, Katja? Natürlich. Musik.
Eigenshampoo quasi für meine Haare. Und ich darf mir jetzt von der Katja aus dieses hier mitnehmen. Ich werde euch auf jeden Fall drüber berichten. Sie hat jetzt gemeint, dass Orangen bzw. Zitrone und irgendwas mit einem sizilianischen Sizilianisches Öl. Zitronenöl und Olivenöl. Genau, und Olivenöl. Und sie flüstert mir gerade alles zu. So Flöße, genau. Aber das ist doch cool, das passt doch zu mir, oder? Für mich als Italienerin? Also ich bin gespannt. So, meine Lieben, also die Katja hat mir jetzt alles erklärt. Es war super interessant, ganz tolle Produkte mit dabei. Denkt an den Mutter- bzw. Vatertag, ganz klar. Und ja, also wie gesagt, ich bedanke mich schon mal bei der lieben Katja. Sie hat mir alles super gut erklärt. Und ich habe noch eine kleine Idee, die mir jetzt gerade so spontan kommt. Falls ihr Bock habt und irgendwie eine coole Aktion mit euren Eltern plant, mit eurer Mama oder mit eurem Papa, dann macht doch ein Bild und schickt mir das sehr, sehr gerne. Auf Facebook privat könnt ihr mir das schicken. Und wenn ich dann darf, wenn ich eure Einverständniserklärung habe, würde ich das der lieben Katja zukommen lassen. Und sie würde das dann auf der Lush-Seite auf Facebook posten, also nur wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir das, wie gesagt, privat zukommen lassen, da würde ich mich total freuen, was ihr so für Einfälle habt. Dieses Jahr ist es ja so, dass Mutter- bzw. Vatertag sehr dicht beieinander ist. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und beschenkt beide Eltern. Vielleicht mag die arme Katja jetzt auch mal was sagen. Ja, denkt an Mutter und Vater. Tut ihnen was Gutes, die haben für euch ganz viel Gutes getan. Macht mal Frühstücksarbeit. Genau, Frühstück ans Bett. Warum nicht? Aber vielleicht wohnt ihr gar nicht mehr bei denen. Blumen. Dann ladet sie ein zum Brunchen in ein cooles Lokal. So würde ich es machen. Ja, so würde ich es machen. Okay, meine Lieben, also ich muss jetzt dann noch zum Zara und zum H&M kurz. Ich nehme euch mit und verabschiede mich jetzt von der lieben Katja. Danke, Katja. Dankeschön. I'm not the type's gotta be in love. I had a lot of people come and go. And plus anyway, I'm used to being solo. But it was good when you came to me. You were the one to make me believe that life could be better, that we can get by together. Come sit down, let's celebrate this love we found, 'cause we know this. Yay, ich bin wieder zu Hause. Jetzt mache ich erstmal Mittagessen für meine Mäuse. Da liegen ein paar Pakete, die können wir gleich zusammen aufmachen. Und ja, mal schauen, was wir jetzt heute Mittag noch machen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal Mittagessen für meine Kinder machen. Den Haushalt hatte ich ja heute Morgen schon gemacht, aber es gibt ja hier immer irgendwas zu tun. Und hier ist die feine Bella. Ja, hallo. Komm mal her. Da ist die feine Bella. Da ist sie. Ja, ist ja gut. Und zwar habe ich hier zum einen ein Paket von Flaconi. Ich habe mir überlegt, dass ich euch da einen Beauty-Haul draus mache, weil richtig coole Produkte drin sind. Dann habe ich hier dieses Paket von Amazon und vom Cosmoshop. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. Yay, meine neuen Schuhe sind da. Haha, da freue ich mich. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich habe dafür bezahlt 19,80 Euro. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die so am Fuß aussehen. Und jetzt schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. Mein neuer Lockenstab von Gillette, die ist da. Richtig cool, da freue ich mich. Ich liebe ja den Cosmo Shop sowieso. Die haben immer so coole Aktionen. Und ja, mal schauen, was der Lockenstab so kann. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr ein Video dazu möchtet. Schauen wir mal, wie der aussieht. Wow, haha. Richtig edel, oder? Mit einer Hand ist das gerade ein bisschen schwer. Ich gebe es zu. So. Sieht diese Aufbewahrung nicht voll edel aus? Der Wahnsinn, oder? Ich habe jetzt den Reißverschluss nicht mit einer Hand aufbekommen. Aber das ist jetzt mein neuer Lockenstab. Oh, ich freue mich schon voll. Mal schauen, wie er so meine Haare verzaubert. Werde ich euch wahrscheinlich ein Video dazu machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und der Max, der hat mir dieses Monster hier gerade auf meine Arbeitsplatte gestellt. Und zwar war der Postbote heute wirklich sehr fleißig. Der hat nämlich diesen PC hier gebracht für den Gianluca. Und der Max, der muss ihm den jetzt einrichten. Ich finde ihn ja potthässlich und der Max hat gerade zu mir gesagt, ich hätte keine Ahnung. Na gut, dann habe ich lieber keine Ahnung.
Nachdem mich jetzt einige auf Snapchat gefragt haben, ob ich nicht mal mein Outfit komplett zeigen könnte, mache ich das gerne hier in diesem Video. Und zwar trage ich mein Jäckchen von Zara, das mag ich total gerne, ist ganz, ganz weich. Unten drunter trage ich diese Bluse, die ist von NAKD, die habe ich euch schon in meinem Fashion Haul gezeigt. Dann habe ich meine liebste Jeanshose an, und zwar ist die von Only. Die trage ich super, super gerne. Und dann habe ich meine Schuhe an, die sind von Schuhtempel24, die habe ich euch auch in meinem Fashion Haul gezeigt. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Hinter mir ist übrigens die Bella, falls ihr sie sehen könnt, da auf dem Boden ist sie. Da ist sie. Wir gehen jetzt mal eine Runde raus mit den Kindern, also ich mit den Kindern, weil die Sonne so schön scheint, und da werde ich mich jetzt mal umziehen. Wir müssen jetzt ganz schnell in die Stadt fahren. Der Gianluca braucht nämlich neue Fußballschuhe. Morgen ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Da sind beide mit eingeteilt worden. Und sie freuen sich auch beide schon, ja, hoffentlich. Und schießen auch hoffentlich Tore. Und Gianlucas Schuhe drücken. Und deswegen fahren wir jetzt, wie gesagt, ganz schnell in die Stadt, kaufen neue Schuhe. Und dann gehen wir endlich ein bisschen raus. Da hinten ist schon der Roller. Das, wie heißt das Ding, was du hast, Lissandro? Eierhock. Haben wir auch dabei, die Helme, und dann essen wir vielleicht noch ein Eis und ja, genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Ich muss mich schon wieder total beeilen, deswegen nehmen wir hier die kleinen Abkürzungen durch die kleinen Gässchen. Wir wollten ja noch die Sonne genießen, aber die ist ja dann gleich weg. So, na bravo, in das Geschäft, in das wir gehen wollten. Wir führen keine Fußballschuhe mehr für Kinder. Danke fürs Gespräch. Wir haben voll die tollen Schuhe gefunden. Ich bin ganz stolz. Und sie waren reduziert. Wir nehmen hier wieder die Abkürzung. Schnell, schnell, schnell. Da bin ich wieder. Wir sind auf dem Skaterplatz. Ich habe es jetzt nicht geschafft, mich umzuziehen. Ich musste nämlich noch schnell die Rechnung bezahlen in dem Restaurant, in dem wir die Kommunion gefeiert haben. Und dann war ich ja jetzt noch Schuhe kaufen, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich muss dann jetzt auch gleich auf die Arbeit. Deshalb habe ich mich nicht umgezogen, und das ist halt bei mir echt real life. Ich renne immer und renne von einem Termin zum nächsten, so ist es. Jetzt wollte ich aber kurz hier die Zeit mit meinen Mäusen genießen. Wir holen jetzt gleich noch da vorne ein Eis. Es passiert nicht mehr ganz so viel. Ich gehe eben, wie gesagt, gleich auf Arbeit. Deshalb beende ich jetzt mal hier das Video. Morgen mache ich aber was ganz Tolles. Da wäre es echt schön, wenn ihr mit dabei seid. Und ja. Wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen. Meine Mäuse fahren hier rum. Es ist total schön, ihnen zuzuschauen und die Zeit einfach zu genießen, wie gesagt. Und ich sag einfach jetzt mal bis morgen. Und da sind sie, die Schuhe vom Lucky. Haha, total schön. Lucky ist ganz stolz. So sehen sie aus, und wie gesagt, sie waren reduziert von 69,95 auf 35 Euro. Richtig cool. Schnäppsche gemacht. Guten Morgen. So, der Haushalt ist gemacht. Die Kinder sind beim Fußball und ich zeige euch ganz kurz mein Outfit. Ich bin nämlich schon wieder auf dem Sprung. Ich treffe mich nämlich jetzt gleich mit einer ganz, ganz besonderen Person, die ihr auch gleich sehen werdet. Und zwar habe ich an mein liebstes Oberteil von Zara, das hatte ich euch auch in meinem Fashion Haul gezeigt. Unten drunter habe ich einfach nur so einen Top, das ist so ein bisschen mit Glitzer. Und damit man das halt hier oben noch so ein bisschen sieht, ne, hier glitzert es auch. Und dann habe ich einfach nur eine Jeggings an von H&M und dann meine Chelsea Boots von Schuhtempel24, genau. Dann habe ich noch meine liebste Kette an, und zwar habe ich die von der Mayra, aus der Mayra ihrem Shop, und zwar ist es eine Infinity-Kette. Kann ich euch auch sehr gerne mal unten in die Infobox verlinken. Die Ohrringe, die habe ich von Brijou Brigitte. Und die Bella ist auch mal wieder am Start. Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich bin schon etwas zu spät. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit meiner besonderen Person, die ich jetzt gleich treffen werde. Okay, bis gleich. Okay, ja, da bin ich wieder. Schaut mal, wer bei mir ist. Hallo, meine Maria. Oh, ich freue mich voll, dass es endlich geklappt hat. Oh, ich liebe die Maria so. Richtig. Okay, wir haben gerade schon voll den Scheiß gemacht. Wir hier haben in, schon der die ganze Stadt auf uns in der Fußgängerzone, bei Snapchat, unglaublich. Und wir laufen hier gerade, hier ist P&C, ne?
Und ich sag so zu Maria, oh schau mal, der sieht aus wie Sammy Slimani. Das ist er. Die Maria, das ist er. So. Ah, okay, okay. Ja. Ich bin voll das Opfer. Wir sind ja auch wie keine jetzt, 18 mehr, die Maira, sondern 19. Würde. Ja, also ich bin 18,5. Ja, auf jeden Fall hatten wir jetzt schon voll viel Spaß. Wir waren im Pfannkuchenhaus und da habe ich mich aber geschämt zu filmen. Ja. Eigentlich habe ich mich geschämt und habe dir das verboten. Ja, nee, da war echt zu viel los. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen schönen Mittag, die Maria und ich. Die Maria hat übrigens auch einen YouTube-Channel. Schaut bitte mal bei ihr vorbei. Sie macht total süße Videos. Und sie hat auch zwei Mäuse. Also wie Kinder? Heißt nochmal dein Kanal? Schick, Mami. Ich schaue sie nämlich nicht. Nee, ich Scherz. Okay, also wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum. Die Leute gucken ein bisschen komisch, deswegen machen wir jetzt mal Schluss. Die kennen das hier nicht im Dorf. Ja. Sag du auch mal was Lustiges. Ich habe kein Snapchat. Abonniert. Das war gerade so lustig. Entschuldigung. Das war gerade so lustig auf Snapchat. Also übrigens bin ich nicht größer als Heidi. Das sieht nur so aus. Ich habe nur hohe Schuhe an und bin genauso winzig. Guck. Ja, die Maria ist total klein. Ich bin auch klein. Ja. Okay, also wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum und ich melde mich später nochmal. Wir sind alle beide 1,90. Vielleicht darf die Maria dann auch nochmal was Intelligentes in meinem Video sagen. Schaffst du das? Kann euch was über eine Steuererklärung erzählen? Ja. Nee, will kein Mensch hören, also bis später. Das ist Maria. Komm, ich hab dir was für dich mitgebracht. Ich weiß nicht, dass ich sie gerade filme. Jetzt mach inne! Ja, was du auch so viel Kram drin? Alter Schwede! Wir machen mal ein Video zusammen, die Maria und ich. Wir haben vorhin schon die ganze Zeit überlegt, was wir machen. Wir machen dieses Tampon-Video. Never! Für kein Geld. Ihr schreibt drunter, was wir für ein geiles Video machen sollen. Ja, wir zwei. Was für ein geiles Video. Ich sag's euch, ne? Haut du nur eine Steuererklärung. Ja. Also, die Maria muss jetzt gehen. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ja, ich bin eine verantwortungsbewusste Mutter. Ich auch. Also, wir wollten uns jetzt noch ganz kurz verabschieden. Es war total schön heute Mittag mit der Maria. Wir haben jetzt nicht länger so viel sein gefilmt. Können. Ja, weil wir waren nur am Quatschen. Aber sie macht auf jeden Fall ein Tutorial zu ihren Fingernägeln. Zeig mal. Nein. Nein. Zeig jetzt. Das war ein Fail. Also, so sieht es aus. Zeig jetzt. Also, könnt ihr auf meinem Kanal lernen. Ist total schief gegangen. Ja, also Haltbarkeit ist gleich null. Also der sag Nagellack, mal, schlechte sag Qualität. Sag mir mal, ob ihr ein Tutorial dazu sehen wollt. Ist ein P2-Nagellack und Sternchen habe ich draufgeklebt, die nicht mehr drauf sind. Ich hab's einfach voll drauf. Also ich mach kein Beauty. Nee. Doch, die macht alles. Schaut bei ihr auf dem Kanal vorbei. Ich mach nicht alles. Nee. Ich mach alles. Nein. Vor allen Dingen mache ich Kooperationen mit anderen YouTubern, weil das ist ja total. Nur. Ja. Deswegen, weil ich so viele Abos habe, deswegen bist du mit mir befreundet. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen. Das ist intern. Das hat intern was mit uns YouTubern zu tun. Wir machen jetzt also, piep, piep. Also wir machen jetzt Schluss. Tschüss. Ich bin Tschüss, Maria. Gut. Ich liebe dich so. Ich habe Kindersitze hinter, da kannst du dich hinten reinsetzen. Mein Arm fällt mir ab. Also bis bald, Maria. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich war noch schnell einkaufen. Der Alessandro möchte nämlich noch einen Kuchen machen. Erdbeertorte. Erdbeertorte, genau. Dazu hatten wir mal ein Video gemacht. Ne? Wie lange ist das jetzt her, Schatz? 1,5 Jahre oder so ungefähr. Ja, das ist schon eine ganze Weile her, genau. Den wollte der Alessandro jetzt machen. Wir haben noch so viel zu tun. Und zwar muss der Luki noch für sein Referat lernen. Ne? Ja. Und außerdem renovieren wir gerade Lukis Zimmer. Und da ist noch so viel Arbeit. Oh. Na, Lessie? Ja. Oh Mann. Ich kann euch das ja mal zeigen. Genau, das mache ich. Und der Alessandro, der war die ganze Zeit auf dem Trampolin draußen. Total süß. Der macht da immer ganz tolle Stunts. Und ja, ist da immer total aktiv. Er hat ja ein ganz tolles Kommunionsgeschenk bekommen. Und ich kann das immer nicht aussprechen. Wie heißt das, Schatz? Eierhock. Eierhock. U-H-A-W-K. Okay, habt das gehört. Wisst ihr, was das ist? Erklär's mal, Lessie. Ich kann es nicht erklären. Also es ist ein Teil auf zwei Rädern und da stellt man sich drauf und mit dem Gleichgewicht quasi nach vorne und nach hinten fährt das Teil. Mit Batterie. Mit Batterie. Und wer mir nicht auf Snapchat folgt, genau. Nicht im Regen erhalten. Nicht im Regen erhaltbar, habt ihr gehört? Also, wer mir auf Snapchat folgt, der hat den Alessandro schon in Action gesehen auf dem Skaterplatz. Also der macht das echt mega. Das Ding, das war nagelneu, wir haben es ausgepackt, der Alessandro ist drauf und schwupps, ist er ab. Ich habe mich auch mal draufgestellt, ich habe es ganz gut gemacht. Ja. Ja, und dann wollte ich absteigen und dann
Hat's mich hingehauen, ja. Kann man ja mal sagen, ne? Wenn wir das gefilmt hätten, hätten wir ein geiles Video gehabt. Herr Lassi, hast du mich voll hingelegt, ne? Naja, mein Gott, so ist es halt. Aber ich bin halt ehrlich. Okay, also, wir backen jetzt Kuchen, oder? Ja. Wir sind in der Küche angekommen. Wir legen jetzt los. Draußen ist es schon fast dunkel, ne? Ja. Und wir machen Kuchen. Der ist dann für morgen. Hello, hello, kleines Update von uns. Heute ist Sonntag und wir sind hier am Skaterplatz. Hier kommen wir wirklich nur am Wochenende her, weil es etwas weiter von uns zu Hause entfernt ist. Und heute Morgen war eigentlich geplant, dass wir ins Kino fahren, mittags, weil es heute Morgen total geregnet hat und ja, wir gedacht haben, was machen wir mit den Kindern? Jetzt kam aber überhaupt kein gescheiter Film, den irgendwie meine Kinder hätten sehen wollen. Und es regnet auch nicht mehr, deswegen sind wir hierher gefahren. Heute Mittag haben wir schon lecker gegessen, ich habe ganz viel gekocht. Und in der Zwischenzeit, als ich das Essen vorbereitet habe, hat mein Mann mit den Kindern englisches Memory gespielt, was ich total süß fand. Und dann haben wir noch unseren leckeren Kuchen gegessen, ne Lassie, ja, den wir gestern Abend gemacht haben, genau. Windbeutel-Erdbeertorte, genau. Ja, so viel von uns. Mal schauen, was jetzt heute noch so passiert. Und ich würde sagen, wir melden uns später nochmal. Ne Lassie? Ja. Vorne ist die Bella. Bella! Ja. Also bis später. Meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich hatte euch ja versprochen, noch das Kinderzimmer vom Gianluca zu zeigen, also das Kinderzimmerprojekt sozusagen. Wir sind hier am Renovieren und ich habe echt das Gefühl, das nimmt kein Ende. Hier ist der neue Kleiderschrank und hier für heute mein Mammutprojekt, denn dieser Schrank muss abgebaut werden und bei uns hinten in die Sauna wieder aufgebaut werden, weil ich mir erst gedacht habe, ich verkaufe ihn. Der ist nämlich von Heidi. Und er ist echt noch super gut, der war auch sauteuer. Aber irgendwie dachte ich mir dann, ach komm, gerade für Winterklamotten oder dann eben für Sommerklamotten ist der lang gut. Und deshalb, ja, freue ich mich schon voll, den abzubauen. Hashtag nicht. Hier hinten haben wir dann noch die Rutsche, weil wir hier ein Hochbett hatten. Das haben wir jetzt runtergebaut und dann hatten wir eben, wie gesagt, die Rutsche dran. Der Gianluca, der möchte hier eine ganz besondere Farbe haben und das ist so ein bisschen ein Problem, weil wir hier so einen kleinen Riss in der Wand haben und da muss ich jetzt erstmal warten, bis ein Maler Zeit hat. Die sind alle irgendwie ausgebucht und ja, dann kann ich ihm die Farbe dran machen, aber irgendwie nimmt es kein Ende. Naja gut, so ist es halt. Hier haben wir noch einen ganz tollen neuen Schreibtisch. Das war ein Schnäppchen vom Neubad. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch schon. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr eine Roomtour zu dem Kinderzimmer vom Gianluca haben möchtet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich das für euch. Ich habe aber noch ganz, ganz tolle Sachen von Tausendkind. Die würde ich euch gerne jetzt noch zeigen im Anschluss. Die passen so, so gut hier in das Zimmer, auch farblich. Und da bin ich ganz, ganz stolz. Ich zeige euch die, wie gesagt, im Anschluss, weil bis das Video dann fertig ist, dauert es noch eine Weile. Und da könnt ihr euch schon mal umschauen. Ich verlinke euch auch alles unten in der Infobox. Also falls euch da irgendwas gefällt, schaut da gerne rein. Ich zeige euch das jetzt, verabschiede mich dann aber im Anschluss noch ordentlich von euch. Also bis gleich. Und zwar habe ich zum einen hier diese praktischen Aufbewahrungsboxen bestellt. Die sind richtig, richtig schön, vielleicht auch gerade für in den Schrank rein. Kann man dann Socken reinpacken oder irgendwelche anderen Sachen. Das muss ich dann noch ordentlich machen, das seht ihr ja, das ist jetzt noch nicht fertig. Aber vom Farbton ist es richtig schön und die Sterne, die werdet ihr gleich noch öfters sehen. Ja, hier ist die nächste Aufbewahrungsbox. Die ist jetzt allerdings von der Größe her anders, also die ist eher so länglich. Genau, und hier natürlich wieder ein Stern drauf. Die habe ich jetzt auch nochmal in so einem kleinen Format und hier eben die andere auch nochmal in einem kleineren Format, in dem anderen Farbton. Dann hat der Luki sich noch einen Sternenhimmel gewünscht. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Außerdem sind meine Kinder ja große Star Wars Fans und da passt es auch ganz gut. Hier haben wir jetzt noch so einen Stern für die Wand. Das kommt hier so rein und dann kann er hier seine Jacke aufhängen. Dann haben wir hier noch dieses Teil und ich weiß, eigentlich ist das eher für Babys gedacht, aber dadurch, dass ich das beim Gianluca nicht gemacht habe, beziehungsweise aus einem anderen Material gemacht hatte und ja, wollte ich das noch für ihn machen und hier mache ich dann ein Bild von ihm rein. Es ist ja ganz egal, wie alt das Kind ist, es ist auf jeden Fall eine Erinnerung und ja, da bin ich schon mal gespannt. Da wird er mit Sicherheit auch Freude dran haben, das mit mir zu machen.
Hier habe ich jetzt noch seine Nachttischleuchte und ich finde die so, so edel. Die ist eigentlich eher schlicht, aber ja, meiner Meinung nach macht sie eben mords was her. Ich freue mich schon drauf, wenn ich sie einschalten kann abends, bevor er einschläft, auf seinem Nachttischränkchen. Das zeige ich euch gleich auch noch im Anschluss, aber jetzt muss ich euch erstmal meinen absoluten Favorit dieser Bestellung zeigen. Und zwar ist es dieser wunderschöne Teppich. Oh mein Gott, ich war so verliebt, als ich den ausgepackt habe. Der ist so, so edel. Ja, man merkt einfach die Qualität. Vorher hatte der Gianluca hier einen von Haber. Das war mit so Blautönen, weil er ja hier die Wand auch so blau hatte. Aber jetzt wollen wir ja ins Grau gehen, beziehungsweise ins Beige. Ich zeige euch mal den Bilderrahmen, den der Gianluca sich noch ausgesucht hat. Und zwar ist es dieser hier. Und da könnt ihr schon diesen Grauton erkennen, den er dann eben an diese Wand haben möchte. Genau. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell das Nachttischränkchen. Und zwar ist es dieses wunderschöne Schmuckstückchen hier. Allerdings muss ich zugeben, dass wir gerade im Maxanzimmer sind. Der hat sich nämlich das Nachttischränkchen gekrallt. Er hat nämlich keins. Wir haben eins ausgesucht gehabt bei Neubert. Aber das ist schon zusammengefallen, nur wenn wir es angeschaut haben. Gut, es hat auch nur noch, glaube ich, 59 Euro gekostet. Aber das habe ich ihm dann nicht mitgenommen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich ihm dieses hier nochmal bestelle, weil es echt so, so edel ist. Also man sieht es auch schon von der Qualität her. Es ist einfach sehr, sehr hochwertig. Sehr, sehr schön verarbeitet. Das würde jetzt auch zu Max seinen Schrank passen. Das ist ein Max seinen Schrank. Genau, aber ja, mal gucken. Wenn er lieb ist, bekommt er auch so ein schönes Nachttischschränkchen. Genau, und hier wollte ich euch noch die Box zeigen, die ich noch für den Gianluca bei Mömax mitgenommen habe. Das ist auch eben wieder dieser Grauton. Hier ist wieder ein Stern. Und hier kann er halt dann so ein paar Utensilien reinpacken. Genau. So, meine Lieben, also das war es soweit von meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne eure Kommentare. Da freue ich mich natürlich riesig. Ich hoffe auch, dass es nicht zu lange geworden ist. Ich habe immer so ein bisschen Angst, so lange Videos online zu stellen. Vielleicht liegt es daran, dass ich selbst es immer nicht so richtig schaffe, lange Videos zu schauen. Aber ihr schreibt mir immer wieder, umso länger, umso besser. Und ja, deshalb hoffe ich, dass euch dieses Video heute gefallen hat. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!